Du möchtest begegnen einigen Feinstellern und einer Händlergruppe, die sich gegen Banditen wehren. Ja! Oh, ich muss niesen. Nee, doch nicht. Aber erst einmal, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 2. Ja, ich bin nicht mehr bei Ruckel Ruckel. Ich habe das offline gemacht. Ich habe Dinge verkauft. Ich möchte euch sagen, was, aber... Eigentlich wollte ich euch das jetzt so normal zeigen, weil ich das gerade an Kampf. Wie auch immer. Ich habe Sulik, wie gesagt, ich habe den ganzen Scheiß mehr oder weniger verkauft. Ich habe trotzdem noch einige Sachen, die ich noch nicht verkaufen konnte, weil ich nichts mehr hatte, was ich kaufen wollte bei den Händlern. Ich habe mir zum Beispiel selber eine Lederrüstung gegeben, nicht nur die Lederjacke. Vic hat jetzt eine Lederjacke. Vic hat jetzt auch eine Schrotflinte samt Munition. Ich habe jetzt dagegen das Kampfgewehr samt Munition und habe mir noch Munition gekauft und Stimpaks und Geld geholt. Sulik hat jetzt dagegen die Maschinenpistole, die 10mm mit der Munition. Also ja, es sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt müssen wir erstmal hier sehen, wer eigentlich von der Bande wer ist. Eine weit gereiste Person. Irgendjemand mit Narben, das ist wahrscheinlich die Sklaventypen. Fallensteller. Das sind schon mal zwei Fallensteller. Fallensteller, Fallensteller. Bandit. Gestrüpp. Bandit. Also sind das die vier Leute, die wir im Grunde genommen gerne retten wollen. Und das hier sind also alles Banditen und das sind die Sklaventypen. Na gut, jetzt bin ich halt noch mal auf dem Weg nach Clemens. Ich will mal sehen, ob ich dort den Händler finde, der mir dieses Dings verkaufen kann. Also ich dächte schon. Denn ich glaube, dort ist dann der Händler, der mir das Redaway verkaufen kann. Lass mich noch ein bisschen die Gegend dort erkunden. Ich hatte allerdings jetzt eben schon eine Vision gehört von unseren Schamanen. Außer wildes Wesen, bitte beeile dich, unser Dorf stirbt. Das kommt halt ab und zu mal dann. Nach einer Weile. Das wird noch einige Male kommen. Ich schätze mal, das werdet ihr da schon noch sehen. Das dürftet ihr alles noch sehen. Ah, Sulik muss natürlich nicht unbedingt unseren geliebten Freund Sulik treffen. Also Vic soll nicht ihn treffen, ihr wisst schon. Ach, zum Anfang kann ich die jetzt nicht mehr auseinanderhalten. Wer ist da Feinsteller, wer ist da Plünderer? Gut, erstmal sehe ich ja zum Beispiel gut Aircraft ihn an. Ein Bandit. Durch die bessere Rüstung und die gute Ausrüstung generell müssen wir langsam ein bisschen besser werden jetzt. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Lederrüstung, nicht nur eine Lederjacke. Die ist nochmal ein bisschen besser. Wiegt ein bisschen mehr, ja. Aber der Schutz ist natürlich trotzdem höher. Und tot. Na gut, der eine dürfte auch nicht mehr viel aushalten. Aber das ist nicht schlecht gewesen jetzt, der Angriff. Und tot. Auch wenn ich Munition habe, so viel Schuss habe ich jetzt auch nicht für das Gewehr. Also versuche ich schon auch nochmal in Nahkampf zu gehen. Bandit wurde getroffen. Bandit und Bandit. Na gut, gehen wir erstmal davor. Ich glaube, das sind immer noch die Fallensteller. Die haben sich nicht bewegt, wie es aussieht. Ach, ich habe ihm gesagt, Sulik, nimm deine beste Waffe. Er nimmt immer noch dieses scheiß Kampfmesser.
Manchmal nimmt er halt seinen Hammer, aber es ist halt wahrscheinlich wegen den Aktionspunkten, dass der halt öfter zustechen kann mit dem Messer und wahrscheinlich dann theoretisch mehr Schaden machen könnte. So wird wahrscheinlich. Oh. Die Logik dahinter sein. Ja, solche Zufallsbegegnungen, wenn wir da Munition bekommen oder auch natürlich Geld und solche Ausrüstungsgegenstände, wir können uns damit einiges kaufen. Das ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe noch nicht alles verkauft. Ich habe ihm noch nicht die Seile zum Beispiel weggenommen. Denn ein Seil, das können wir ruhig gebrauchen, vielleicht zwei von mir aus. Aber mehr hatten wir den ersten Teil zum Beispiel auch nicht gebraucht. Ich brauche zum Beispiel theoretisch keine fünf Seile. Ihr doch mal zugestochen hat von den zweimal. Das dauert auch. Oh, der eine ist tot. Ich verfehle natürlich nur. Kann ich noch ein bisschen nachladen hier zufällig? Ja, na also. Oh, weg, du sollst doch nicht Sulik angreifen. Penner! Seid ihr mal fertig? Du bist doch nicht so gut, wie ich dachte. Ja, das ist schlecht. Ich mach mal am Torso einen gezielten Schuss. 7 Trefferpunkte, das ist ja auch ein Witz dafür. Dafür, dass ich gezielt geschossen habe, nur 7 Trefferpunkte ihm abgezogen habe, ist das natürlich jetzt auch nicht so die Welt. Aber der hat, glaube ich, auch eine von den besseren Rüstungen. Das sieht man jetzt nicht so ganz. Großvater Knochen spüren eure Angst. Bandit wurde getroffen. Bandit wurde getroffen. Und tot. Ich finde, wir nehmen jetzt auch schon ein bisschen weniger Schaden. Durch die neue Rüstung. Ja, der Bandit wurde auch schon mal getroffen. Das ist schon mal gut. Und weg, verfehlt. Na toll. Na also, Sulik ist wirklich eigentlich unser bester Kämpfer in der Gruppe. Der haut wirklich jeden um. Ich dagegen verfehle eigentlich mehr. Gut, dann kannst du nochmal nachladen zumindest. Du gehörst mir, du Luder. Ach, du altes Luder. Aber das Luder läuft weg. Ui, das war nicht schlecht. Verdient. Au! Himmel! Ja, ihr seid bald ein Himmel. Sie auch. Und tot. Na gut, ich kann nochmal nachladen.
Jetzt machen die Fallensteller doch was. Ah, da lebt noch, ja. Und keine Munition mehr für die 10mm Pistole. Und tot. Ich weiß jetzt nicht, wer ist, also werde ich den Zug erstmal beenden. Ich habe keine Ahnung, wer von denen zu wem gehört jetzt. Gut, der greift uns an, also bist du ein Feind. Frischfleisch. Warum wurde der Fallensteller getroffen? Den will ich doch gar nicht bekämpfen. Ich will doch die Fallensteller überhaupt nicht bekämpfen. Was soll das eigentlich? Ich wollte den Fallenstellern helfen und denen nicht Schaden zufügen. Warum eigentlich? Hey! Ich will den Fallensteller doch gar nicht töten. Was soll das? Ah, jetzt ist das sowieso zu spät. Jetzt kann ich auch genauso gut die auch noch töten. Da ist das halt so. Kann ich es auch nicht ändern. So. Ihr seid halt böse Fallensteller wahrscheinlich. Schade, schade, aber kann ich jetzt nichts machen. Ah, ich wollte doch nicht Sulik treffen, verdammt. Er will mir beim lebendigen Leibe die Haut abziehen. Ist aber nicht nett. Ich bin doch kein Gecko. Selbst da kannst du das machen, wenn das Vieh tot ist und nicht, wenn es lebendig ist. Komm, Sulik, hol deinen Hammer raus und haue zu. Nein, er nimmt lieber das blöde Messer. Hat aber trotzdem relativ viel Schaden mit dem Messerchen. Penner! Die schaffen das auch nicht da drüben. Ich aber auch nicht. Ich treffe überhaupt nicht mehr. Riechender Schleimbeutel. Tja, diese Beleidigung hättest du lieber zurückgenommen. Er hat sich selber getroffen. Na, wir müssen die noch erledigen, sonst kann ich den Kampf nicht beenden. Himmel! Dafür sterbe ich nicht. Offensichtlich schon. Zumindest er. Und er auch. Oh, was ich jetzt alles mitnehmen kann. Was ich wahrscheinlich sowieso nicht alles tragen kann. Kommt mal her. Was du wollen. Die hören aber wie aufs Wort. Aufs Wort genau gehört. Habe ich meinen geschärften Speer verloren? Da hatten die auch einfach nur einen geschärften Speer gehabt. Ich weiß nicht. Nein, kann er nicht mehr tragen. Na gut. Vic, komm du mal her. Vic, weh die Neid. Denn ich höre schon die Geier. Die wollen auch etwas haben. Was können die von mir jetzt haben? Aber erst einmal müssen wir die ganzen Leichen hier untersuchen und alles mitnehmen. Das alles verkaufen. Also die Frage, finden wir auch einen Händler, wo wir das alles verkaufen können? Und wenn ja, was bekommen wir dafür?
wir erinnern uns, wir benötigen 2000 Kronkorken, damit wir diesen Wagen kaufen können. Gut, dass noch ein Bandit. Bandit, du wirst sterben. Wahrscheinlich. Hände hoch! Hände hoch und läuft weg. Ich liebe es, wenn meine Beute wegläuft. Mir ist bisher noch keine Beute entwischt. Das Suffering. Der eine Kerl. Sulik ist überladen. Wir sind alle überladen. Wollte ich nur mal anmerken. Nicht nur Sulik. Nicht nur Sulik ist überladen. Ach, jetzt habe ich hier Ruckel-Ruckel. Ah, hier ist jetzt Ruckel-Ruckel. Gut, dann mache ich mal einen kleinen Schnitt hier. Und es ruckelt nicht mehr. So, sind wir wieder hier zurück. Mal sehen, wer hatte von denen was zum Tauschen? Du schon mal nicht. Wie sieht's mit dir aus? Ja, hier kann ich schon was loswerden. Hier kann ich ein bisschen Geld bekommen und Stimpacks, die sind sowieso schweineteuer. Und noch sogar eine Rüstung, die könnte ich dann entweder Sulik geben. Ach doch, die würde ich gerne Sulik geben. Sogar die Heilpulver möchte ich haben. Dann komme ich das vielleicht sogar schon mit dem ganzen Inhalt von mir zusammen. Ja, ich habe schon wirklich einiges dabei hier. Aber ich werde es nicht ganz schaffen. Dann mache ich das nochmal weg. Da habe ich 917. Nehme ich die beiden weg. Eins. Nur drei wegnehmen. So, jetzt muss ich noch einen Speer dazugeben. Das wird dann zu viel. Nehme ich ein Messer weg. Noch ein Messer. Na komm, hier ist das eine Messer und das bisschen ist dann Trinkgeld. So. Ein guter Tausch. Da gebe ich dir gleich ein bisschen Heilpulver. Zumindest ein Stück. Und ich möchte gleich von dir Gegenstände haben. War das. Das ist jetzt ein Schrotflinte, brauchst du das auch nicht. Na gut, das Messer kann ich ihm ja noch lassen, falls was ist als Munition. Also wenn er keine Munition mehr hat, dass er das dann nehmen kann. Kann ich mir das jetzt leisten schon? Aber ich denke mal durch das Chat vielleicht. Hat euch die Knoche garantiert. Jetzt muss ich auf das Geld eigentlich kommen. Ansonsten sehe ich jetzt nichts, was ich jetzt gerne haben will. Allein die Knoche ist schon viel, viel wert. Ist das jetzt eine 0? Ich denke mal, das ist 1065 hier. 1090. Jetzt. Das ist ein guter Tausch. Gut. Kommt mal her, Freunde. Ich habe gesagt, kommt mal her, Freunde. Was du wollen? Denn ich möchte jetzt dir gerne diese schöne Rüstung geben.
davon nehme ich jetzt etwas von dir. Das vielleicht auch noch. Kampfkontrolle. Bitte nutze seine beste. Er will immer noch das Kampfmesser. Gut. Hier, bitte nimm die Lederrüstung. Genau. Bekommst du noch das dafür. Na gut, ich gebe noch eins dem Welt noch dazu. Na gut, das andere ist erstmal zu schwer. Das musst du leider tragen. Vielleicht werden wir die 7 Säule doch irgendwo los. Also muss ich kurz überlegen. Wo gab's in diesem Dorf noch Händler? Hier schon mal offenbar nicht. War das bei dem Blätzt? War das hier drin? Nee. Hier auch nicht. Ja, es kann sein, dass es hier oben gewesen ist. Aber ich weiß auch nicht mehr, wo dieser Händler gewesen ist, wo ich das alles kaufen konnte. Hier ist noch das blöde Badehaus. Aber ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, im Moment. Mal sehen, was der Typ hat. Ah, gut, er war das gewesen. Und er hat sogar auch noch so eine Rüstung. Was hast du noch Schönes? Oh, das ist jetzt sehr uninteressant für mich. Zwei Stimpaks, die nehme ich gerne mit. Das andere interessiert mich nicht, was du hast. So, ich verkaufe dir das und schon mal das. Reicht natürlich nicht. Alles von dem. Reicht auch noch nicht. Alles von dem. Reicht auch nicht. Alles von dem. Oh, noch nicht mal das reicht. Ich nehme die beiden wieder weg. Erst wäre das nicht mal ganz so teuer. Nehme das weg. Ah, das teuerste ist halt das hier. Oh, oder ich tue das nochmal weg. Ich würde sagen, ich hole mir noch die Seile, dann verkaufen wir die auch noch. Jetzt gebe ich dir nur so viel, dass ich erstmal das kaufen kann. Bitte sehr. Sulik, komm mal her. Lass du wollen. Ich möchte gerne deine Seile haben. Denn ich würde mal sagen, drei Seile. Ja, drei Seile möchte ich gerne haben. Die möchte ich verkaufen. Möchte ich auf alle Fälle noch hier loswerden. Mal sehen, ob wir jetzt auf die Summe kommen. Na gut, auch nicht ganz. Andererseits, ich möchte gerne Vic noch so eine gute Rüstung bieten. Also von daher, außerdem, wenn ich dann seine Rüstung wieder nehme, die kann ich ja auch wieder verkaufen. Komm mal her. Sprechen. Kampfkontrolle. Beste Rüstung. Lederrüstung. Genau. Und jetzt kannst du mir deine Lederjacke zurückgeben. Dann kann ich die gleich wieder verkaufen. Da kann ich wieder ein bisschen Geld zurückholen davon. Da haben wir jetzt alle sozusagen, jeder von uns eine Lederrüstung. Na gut, da
würde nicht ganz. Es würde nicht ganz passen vom Geld her. Aber vielleicht. Hier, das würde schon mal passen. Gut. Das nehmen wir. Da kann ich noch ein bisschen Munition für unseren Kumpel Zulik geben, wenn der den mal die Waffe einsetzen würde. Bitte sehr, mein Freund. Sprechen. Jawohl, Freund. Leg deine Waffe weg. Klingt gut, sagt er. Genau, jetzt hat er das im Inventar. Mal sehen, ob ich ihm jetzt was anderes geben kann, oder dass der sagt. Nee, er will das scheiß Messer nehmen. Ich verstehe nicht. Was hast du mit diesem blöden Messer nur auf sich bei dir? Ah, ich drücke immer dasselbe, das Falsche. Ach, na gut, behalt dein blödes Messer. Mir jetzt auch egal. Ach, Weg, jetzt stehst du natürlich im Weg. Gehen wir, Boss? Ja, und wir beenden die Folge, Boss. Also, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge erkunden wir noch mal ein bisschen die Gegend. Und wie gesagt, wir sind jetzt mächtiger geworden. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.